Hallo ihr Lieben, hier ist der Joe aus der Bastel-Oase. So, ich habe heute noch mal einen kleinen Haul für euch und zwar einen Kreativ-ID-Haul. Ich habe mir nämlich aus den Juli- und den August-Neuheiten ein bisschen was geholt. Es ist nicht viel, wie ihr seht, aber das sind Sachen, die wollte ich gerne haben. Und zwar sind das Maritime aus der Maritim-Reihe. Und ich fange an mit dem, was es im Juli gab. Da hatte ich euch ja gezeigt, was es gibt. Und zwar habe ich da immer mitgenommen, dieses Stempelset, das Stempelset Meeresbrise, mit diesem tollen Segelschiff drauf, hier oben der Flaschenpost, dem Seestern, der Qualle und hier den Pflanzen, den Wasserpflanzen. Die sind aus der Diamant-Serie, die Stempel. Und ich finde sie sehr schön vom Aussehen her. Jetzt sieht man noch mal ein bisschen, wie sie abgestempelt aussehen. Ich werde gleich auch noch mal ein bisschen was mit euch abstempeln davon. So zwei, drei habe ich mir vorgenommen, dass ihr das gleich so ein bisschen sehen könnt. Das ist einmal das Meeresbrise und passend dazu habe ich mitgenommen Meeresbrise 2, das Standset Meeresbrise 2. Das ist nämlich Standform passend dazu. Da kann man einmal das Segelschiff ausstanzen, den Seestern und die Flasche, das ist die Flasche und die große Pflanze. Hier auf der Rückseite sieht man das nochmal, die Umrandungsform, welche man, also wie das auch ausgestanzt aussieht. Und das passt halt um diese Stempel dann quasi herum, sodass man die damit auch stanzen kann, dass man passende Stanzen dazu hat. Wenn ihr das interessiert, das Meeresbrise Stempelset hat die Bestellnummer TAM0213, für alle, die bestellen wollen. Und Meeresbrise 2 hat die Nummer DIE, also DIE 357. Ja, das sind diese beiden, das sind schon mal die Nummern davon, das ist aus Juli. Das habe ich mir mitgenommen, weil ich das schön finde. Dann habe ich mir noch dieses Set Meeresbrise mitgenommen von Asa. Genau, das ist ein Set Stanzform und Mikrostempel. Und zwar sind das hier dieser kleine Spruch an der Ozean, Ocean, und hier diese kleinen, dieser kleine Schwarm. So ein bisschen Papier drauf und passend dazu die Stanzen. Das heißt, man kann den Schriftzug und den kleinen Stempel einmal passend ausstanzen. Ist ja auch immer sehr praktisch. Hier sieht man nochmal den Stempel. Das Ganze hat die Nummer TAM-DIE-022 für alle, die das vielleicht haben wollen. Also das ist einmal dabei. Und dann habe ich nochmal mitgenommen die passenden Schablonen. Das sind zwei Schablonen, die hole ich gleich nochmal raus, dann könnt ihr die genau sehen. Die haben die Nummer GAB372, das ist ein Set mit zwei Schablonen. Das mache ich mal kurz auf. Ich hoffe, es geht ohne zu durchknistern, ich glaube, es ging. Ne? Ja, kurz gucken. So. Ja. Und zwar ist das einmal, brauchen wir irgendwie einen guten Hintergrund. Ja, so quasi Wellen. Kann man nicht ganz so gut sehen. Moment, ihr sollt das ja auch vernünftig sehen können. Also Shorts müsst ihr nicht. So könnt ihr das gut sehen. Ne? Also da kann man dann so, ja, so Wellen mitmachen. Ne? Hat die Größe von einer normalen Karte. Kann man, wie gesagt, schöne Wellen mitmachen. Und dann kann man einmal noch so Muscheln machen. Ne? So ganz viele Muscheln. Gibt bestimmt auch einen tollen Hintergrund. Ne? Oder eben nur so Akzente damit setzen. Man könnte damit auch eine ganze Karte machen als Hintergrund. Dann noch ein bisschen was draufsetzen und einen kleinen Spruch drauf. Noch was ausgekattelt ist oder so. Also auch schön. Und die ich davon bis jetzt ausprobiert habe, von Kreativ-ID, die sind auch von der Qualität gut. Ne? Also lassen sich gut schablonieren. Lässt sich gut mitarbeiten. Ich lasse sie jetzt nur kurz draußen. Das einpacken mache ich später wieder. Das war das aus dem Juli. Was ist da neu, was ich mir geholt habe, Maritim? Und jetzt geht es rüber zum August. Und zwar habe ich mir auch da was aus den August-Neuheiten mitgenommen. Die gibt es aktuell schon. Kurzer Hinweis, die Scrap News, die ja normalerweise immer am ersten Freitag sind diesen Monat erst am 16. Ja, ich gucke mal kurz, 16. müsste ein Freitag sein. Mal einen ganz kurz meinen Kalender aufmachen. Ich genau im Kopf. Genau, am Freitag, den 16., also nächste Woche Freitag, sind diesmal erst die Scrap News. Genau, also wenn ihr die Scrap News sehen wollt für August, die am 16.
August um 20 Uhr auf der Kreativ-ID-Seite. Da geht ihr einfach raus, sagt ihr die Kreativ-ID-Seite, geht auf Neuheiten und dann könnt ihr da einfach teilnehmen. Dann müsst ihr euch keinen Account anlegen oder sowas, dann könnt ihr auch so zugucken. Das ist dann wieder ein über Zoom. So, jetzt gehe ich aber kurz zu dem, was ich mir aus dem August mitgenommen habe. Und zwar habe ich mir einfach mitgenommen einmal das Stempelset Marienfenster. Das sind einmal hier diese tolle, ja, diese Seitenstempel quasi. Und dann einmal hier diese ganzen Fische und die Pflanzen. Und passend dazu habe ich mir mitgenommen das Stanzset Marienfenster. Und zwar kann man damit diese Stempel jeweils ausstempeln. Das heißt, man stempelt die auf ein schönes Papier. Bietet sich eigentlich an weiß oder eine hellere Ton, damit man die noch ein bisschen kolorieren kann. Dann kann man die schön kolorieren und dann kann man die Umrandung ausstanzen. Ne? Und dann kann man noch die Fische ausstanzen, und zwar einmal den großen hier und den großen. Die, ja, da sind die Stanzen viel mit bei. Hier sieht man das nochmal. Hier sieht man nochmal die Umrisse. Und hier sieht man nochmal die Stempel. Ne? Das ist einmal das Set TAM 0214, das ist das Stempelset, das sind auch wieder die Diamantstempel, die großen Stempel. Und dann das Standset dazu ist das DIE 360, das ist das Stempel, das Standset dazu, Marienfenster. Und dann habe ich nochmal einmal mitgenommen diese Schablonen, das sind zwei Schablonen mit diesen Optiken, das ist so ein bisschen wie so eine Koralle. In der Optik kann man schön damit so eine Koralle schablonieren. Das hat die Bestellnummer GAB374. Und da ich noch vor dem 1. August bestellt hatte und es ja da die Aktion gab mit dem Olympic-Set, habe ich Glück gehabt. Ich habe noch ein Set von dem Olympic abgekriegt. Ab 75 Euro Bestellwert war das ja dabei. Ich zeige euch das jetzt einfach trotzdem noch kurz, was es da gab. Das ist vielleicht der meine. Vielleicht haben das ein paar von euch auch. Ne? Da war einmal bei das Stempelset Diamant mit KDO 335. Ich glaube, die gibt es auch im Katalog. Ich schaue gleich mal ganz schnell, ob es den Katalog gibt, aber ich glaube ja. Dann waren dabei diese Die-Cuts, ne? Mit den zum Ausdrücken die Dinger und wenn man möchte färben, Stoppuhr, eine Pfeife, Pokale, Fahnen, also passend zur Olympia. Dann waren damit bei diese beiden Schablonen KDO 334. Ne, das ist eigentlich hier so eine Siegerfahne und ja, da weiß ich gerade nicht genau, was das darstellen soll. Ich hole das mal raus. Das Set war dabei ab dem Bestellwert. Kreativ-ID hat ja immer wieder solche Aktionen. Ne, da waren diese beiden Schablonen bei. Genau, die waren noch mit dabei. Dann noch das Papier, was hier noch liegt. Das ist wieder dieses, ja, das 80 Gramm Hintergrundpapier quasi für Gestalten von Layouts, wo man dann schön Hintergründe mitmachen kann. Natürlich auch mit Olympia-Symbolen, also mit Sportsymbolen. Sport. Das nennt sich auch Olympic, das Set. Das ist das Set KDO 336 V1 und V2. Also KDO 336. Mache ich auch einmal kurz auf. Entschuldigung, gleich vorbereitet. So. Ich knüsse auch nicht weiter. Ne, das ist einmal hier in diesem Rotton dabei. Hier auf der Rückseite sind dann Baseballs. Ne? Viermal in Rot. Ne? Einmal mit dieser Seite, einmal mit dieser Seite. Kann man sich entscheiden. Und dann ist noch einmal viermal einmal Hinterseite, Hintergrund mit diesen Fahrrädern. Und auf der anderen Seite mit alles zum Thema Basketball.
Ne? Genau, Basketballfell, Basketballshirt, Basketballmedaillen, ne? Also alles, was dazu gehört. Also insgesamt 8 Papiere, das ist das, das sind 80 Gramm. Steht hier, ist sowas super geeignet ist, hier Layouts, um das so mit reinzumachen. Ne? Das macht man hier nur zum Designen, nicht zum um Seiten damit richtig zu gestalten oder Karten mit zu gestalten, sondern das legt man ja quasi auf eine feste Pappe auf. Deswegen ist das völlig in Ordnung, dass das eben nur, ich sage jetzt mal, nur 80 Gramm hat. So, das lege ich jetzt mal kurz beiseite, um jetzt nicht wieder zu knistern. Und dieses Set gibt es ja leider nicht mehr. Was es allerdings aktuell gibt, solange der Vorrat reicht, ist das immer Abbestellwert von 50 Euro, also nicht 75 Euro, sondern 50 Euro, gibt es diese beiden Schablonen, ich hoffe, ihr könnt die sehen, genau, gibt es diese beiden Schablonen oben drauf. Ab 50 Euro Einkaufswert bekommt man aktuell diese beiden Schablonen gratis mit on top. Also ist ja vielleicht auch nochmal was. Wenn ihr Fragen habt zu Kreativ-ID oder Produkten, von Kreativ-ID, wenn ihr Fragen habt, wie man Partner werden kann bei Kreativ-ID, wenn ihr vielleicht Interesse habt, selber da einzusteigen, weil ihr damit vielleicht euch ein bisschen was aufbauen wollt oder für euch selber, um vom Rabatt ein bisschen zu profitieren, den ihr hier als Partner bekommt oder, dann schreibt mich einfach gerne an unter anjosbasteloase@yahoo.com, bitte. Da können wir dann uns kurz schließen, falls auch Telefonnummern tauschen und können über alles reden, was ihr zu Kreativ-ID wissen wollt. Wenn ihr da bestellen wollt, gibt es 2 Möglichkeiten. Ihr könnt entweder Entschuldigung, ich bin gerade etwas abgelenkt, ich bin hier gleich fertig. Könnt ihr entweder das machen, dass ihr mir sagt, was ihr haben möchtet, oder ihr bestellt selber bei Kreativ-ID, das könnt ihr auch. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Shoplink nehmt, den stelle ich euch in die Infobox. Wenn ihr darauf klickt, dann kommt ihr direkt zur Kreativ-ID, könnt euch da eure Produkte dann aussuchen, habt mich als Partner und kauft über mich ein und das kommt dann direkt zu euch. Da könnt ihr das alles selber machen, wenn ihr das eben selbstständig machen wollt. Oder ansonsten, wie gesagt, könnt ihr mir gerne sagen, was ihr haben wollt. Dann kann ich euch auch als Kunde anlegen und eine Bestellung für euch aufgeben, aber auch dazu brauche ich dann natürlich ein paar Daten von euch. Deswegen schreibt mich dann bitte an per anjosbasteloase@yahoo.com. Auch wenn ihr einen Katalog haben möchtet, schreibt mich gerne an. Dann kann ich euch einen zukommen lassen. So, das dazu. Ich wollte jetzt nochmal so den einen oder anderen Stempel kurz mal ausprobieren. Ich hole mir jetzt hier kurz mal eine Stanzmaschine und Stempelfarbe und Stempelblock, damit ich jetzt hier das kurz mit euch nochmal austesten kann, ihr Lieben. Nur mal kurz zur Info. Ich habe gerade geguckt, die Olympic-Sachen gibt es leider aktuell nicht. Tut mir leid für alle, die das vielleicht jetzt gerne hätten, aber ich wollte euch doch das wenigstens mal zeigen, ihr Lieben. Ne? Gut, wie gesagt, ich räume kurz auf, bereite vor und dann geht's weiter. So, ich habe mir so ein bisschen was zusammengesucht, was ich jetzt hier brauche. Also ich habe mir einmal schnell eine Karte gefaltet, das ist jetzt nur, ich wollte euch einfach nur kurz schnell ein bisschen was zeigen. Bisschen was zum, also Papier zum Stampfen, das ist jetzt hier 200 Gramm Papier habe ich jetzt hier genommen. Genau, und jetzt möchte ich einfach mal so ein bisschen mit euch machen. Kurz gucken, was da so passt. Auf jeden Fall einmal das. Genau, ich muss mal kurz gucken, ob das jetzt überhaupt richtig ist, wie ich denke. Genau, ich habe da jetzt auch noch nicht mitgearbeitet, aber egal. Ich nehme das jetzt einfach gleich mal mit. So, und zwar nehmen wir uns das jetzt hier schon mal einmal raus. Denn wenn ich mir so denke, also es ist oft optisch, ja, das geht so. Ja. Also die lassen sich teilweise beim ersten Mal hier noch ein bisschen schwer von der
Trägerfolie nenne ich das Ganze jetzt mal ein bisschen abziehen. Da müsst ihr ein bisschen Geduld haben. Aber das ist auch ganz gut, dass die nicht gleich so richtig. Das hat auch seine Vorteile, dass sie einem nicht gleich entgegenkommen. Das wird mit der Zeit etwas besser. Jetzt mal das Ganze hier einmal auf die Stempelplatte drauf. Dann nehme ich mir einmal ein Stempelkissen meiner Wahl. Ich habe jetzt einfach von Kreativ-ID mal eins genommen. Was ich jetzt hier gerade habe, glaube ich, so ein dunkles Blau, was ich hier jetzt gerade habe. Wie gesagt, das ist jetzt nur mal kurz zum Zeigen. Einmal gucken, wie der Stempel so ist. Hier stand es, dass wir das einmal testen können. Gucken, ob das schon reicht. Und dann. Einmal abstempeln. Ja, das geht schon. Da alles. Ja, er hat alles. Gut, so, die mache ich mir gleich einmal kurz sauber, ein bisschen den Stempel. Das macht man am besten gleich. Da kann man natürlich so einen Stempelreiniger nehmen. Oder man nimmt so ein feuchtes Tuch. Naja, also Stempel immer möglichst gleich, also möglichst schnell reinigen von der Tinte, dass sie gar nicht erst festzieht. Weil wenn die erstmal eingetrocknet ist, kriegt man die nicht so richtig wieder runter. Das nur so als kleiner Tipp aus meiner Stemperfahrung, die ich sammeln durfte. Und jetzt will ich mal einmal gucken. Ich habe mir die Stanze dann kurz rausgepult und habe mir den mal schon ungefähr drüber gelegt, weil ich will jetzt mal gucken, ob das passt. Einfach nur gucken, ob das wirklich passt. So, ich brauche jetzt mal kurz ein bisschen. Ich fixiere mir die Schablone jetzt hier einmal kurz ein bisschen vorsichtig. Damit mir die jetzt hier nicht unbedingt verrutscht. Dann jagen wir das Ganze mal einmal schnell durch. Gleich mal sehen, wie die Qualität ist von den Stanzen. Wie gesagt, einfach eine Stanzmaschine eurer Wahl. Es ist egal, ob elektrisch oder manuell. Das, was ihr da zu Hause habt, nehmt ihr einfach die normalerweise durch alle Maschinen durch. Die sind jetzt nicht speziell für eine. Jetzt hier gerade so eine ganz einfache Kreativ-ID bekommt ihr die von Sysx. Die es da gibt. So, jetzt gucken wir noch mal einmal. Ja. Okay, also das passt. Hätte ich eventuell ein bisschen anders ausrichten müssen, aber theoretisch passt es da rein in die Stanze, ungefähr so, wie ich mir das auch vorgestellt hatte. Das ist schon mal gut. Also ich hätte vielleicht hier und da noch ein bisschen ausrichten müssen. Also eventuell muss man das andersrum machen. Das sehe ich gerade. Okay. Das war jetzt einfach mein Fehler. Also ist es theoretisch so, dass man das erst ausstanzt und dann stempelt. Dann wird es auch was. Ne, ich habe das jetzt gerade einfach falsch umgemacht. Also wenn ich erst ausgestanzt und dann gestempelt hätte, wäre es besser, weil ich den Stempel natürlich in der Stanze positionieren kann. Weil ich hier nicht nur die Umrandung habe, sondern es ist ja von hinten zu. Das heißt, es ist einfach anders als bei anderen bekannten Herstellern, die dann halt nur die Umrandung haben, so dass man das Stempelmotiv durchsetzt. Das heißt, hier stanzt man zuerst und dann stempelt man. Gut, es geht auch so rum, ist dann nur nicht ganz so. Man kann das halt nicht ganz so gut positionieren. Und dann kann man das Ganze hier aber einfach auch noch ein bisschen farblich gestalten. Ich mache jetzt mal eine schnelle Nummer hier mit euch. Einfach nur mal kurz ein bisschen ausprobieren.
ne, was man dann jetzt hier theoretisch machen kann. Wenn du jetzt jemanden Eindruck kriegst. Also hier wäre es jetzt natürlich auch gut gewesen, hätte ich vielleicht danach denken sollen. Also wenn man hat, wenn man so ein hellblaues Papier zum Beispiel nimmt, ne? Also so schon so einen Wasserton hat, den man da dann nehmen kann, um das Ganze dann, dann zu kolorieren. Ne? Aber es lässt sich auch gut dann einfach noch ein bisschen blenden. Kann man auch Buntstifte nehmen oder was? Aquarellstifte so ein bisschen. Ne? Man kann das auch mit Watercolor machen quasi. Also da einfach, ja, immer wie ihr möchtet. Ne? Einfach nur, da könnte man jetzt so ein bisschen Farbe drauf machen. Wie gesagt, ich mache jetzt nur mal ein bisschen mit euch. Ich werde noch mal ausführlich was mit euch gestalten, weil ich habe mit dem Ganzen nämlich eine Idee. Ich möchte nämlich mit diesem maritimen Set möchte ich nämlich einen beleuchteten Bilderrahmen gestalten. So, das ist eigentlich mein Plan, sage ich jetzt mal, mit diesen Sachen. Und da werde ich euch dann ausführlich mitnehmen. Das ist jetzt nur mal so ein bisschen zu. Ja, dass ihr mal so einen leichten Eindruck, eine leichte Idee kriegt, was man zum Beispiel mit Kreativ-ID auch kartentechnisch machen kann. Also man kann ja nicht nur Scrapbook machen, sondern mit diesen ganzen Stempeln und Schanzen kann man ja eben auch zum Beispiel Karten machen. Ja. Und das Ganze einfach so ein bisschen damit schön gestalten. Geht natürlich auch super. Oder das Ganze, ich färbe das jetzt hier einmal so ein bisschen über. Also nur, wie gesagt, dass ihr einen Eindruck kriegt. Ne? Das ist jetzt nur einfach auf die Schnelle. Wie gesagt, ich mache auch noch mal ausführlicher was mit euch. Aber ich glaube, da muss ich mich einfach ein bisschen besser vorbereiten. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich dachte mir mal, Haul uns zeigen ist ja schön. Aber es ist doch schöner, wenn man so ein bisschen auch gleich mal die Produkte sieht. Ne? Also mir geht das immer so, wenn ich eine Rolle gucke. Ne? Und so kann man da einen schönen kleinen Aufleger draus machen. Ich weiß, es ist jetzt nicht der schönste. Aber ne, nur so, was man damit machen könnte. Und das Ganze könnte man jetzt ja zum Beispiel, dann nimmt man sich eine Karte, setzt das hier drauf, dann könnte man hier den Hintergrund, warte, das mache ich nochmal. Genau, das mache ich nochmal mit euch hier, den Hintergrund einmal ein bisschen kolorieren. Mit der Schablone, also Schablonen aus dem Set. Halt, keiner verlässt den Raum, da. Also wenn man jetzt hier, man sieht jetzt, die sind auch für eine normale Karte in 10,5 x 14,5, ne? Also eine DIN A6 Karte, sage ich jetzt mal, das ist 14,8 irgendwas, ne? Mal 10,5, aber eine DIN A6 Karte würde damit eben gut gehen, ne? Eben dafür sind diese Schablonen quasi ausgelegt, das heißt, sie sind eigentlich auf die Standard Grußkarte auch ausgelegt. Ja. So, da kann man ja wirklich einfach herrlich mit ein bisschen maskieren, verblenden, maskieren, ja, dass man hier einfach einen Hintergrund hat, der gut, wie gesagt, also meine Farbauswahl ist heute echt, ne? Also nagelt mich da jetzt gerade nicht zu fest, bitte. Geht mir jetzt nicht darum, hier eine schöne Karte mit euch zu zaubern. Dazu brauche ich, wie gesagt, mehr Zeit. Es geht jetzt einfach nur mal so ein bisschen um, was wäre möglich. Ne? Also man könnte zum Beispiel so einen Hintergrund machen. Ja, die müsste wirklich in einer anderen Farbe. Und dann könnte man hier das ausarbeiten. Dann könnte man die andere auch noch, die andere Dings vielleicht auch noch machen. Die andere Ecke hier. Oder noch ein Fisch.
Das mache ich jetzt nochmal. Ich muss ein bisschen, müsst ihr noch durchhalten. Sag ich, 6 Minuten habe ich Restzeit noch, bis die Sequenz vorbei ist. Es ist, wie gesagt, nagelt mich nicht fest heute. Ne? Ich bin froh, dass ich überhaupt was hinkriege bei der Wärme. Ich bin kein Sommermensch. Entschuldigung. Jeder, der das Wetter mag, soll es genießen. Ne? Also, geht auch so, wie es mag. Ich will jetzt nicht über das Wetter meckern. Oder sonst irgendwas. Ich persönlich kann mit der Wärme nicht so gut um. Gut, ist wahrscheinlich aber auch das Problem, das Ding, wenn man keinen Dickdarm mehr hat, dann ist das natürlich so eine Sache. Ne? Gut, egal. Ne? Und dann könnte man hier noch so einen Fisch ausstanzen. Könnte jetzt natürlich, Leute. Oh Mann, ich habe beim Malen in der Schule nicht ganz aufgepasst, Leute. Ne, könnte man jetzt hier einfach, ich mache jetzt hier einfach mal kurz. Ich kriege mein Gesicht, also wie gesagt, normalerweise könnte man da noch, bei mir müssen Tiere immer grinsen. So, ist, wenn das wichtig. Ne, und dann. Ne, also wie gesagt, nagel ich mich bloß nicht fest heute. Ich weiß. Nicht hübsch. Nicht hübsch, aber dafür selten. So. Ne, mein, einfach mal komisch gefärbter Fisch. Dann geht es wahrscheinlich nicht mehr ganz gut. Ne, dann könnte man hier zum Beispiel noch so einen Fisch draufsetzen. Einfach nur so, ne? Als Idee. Natürlich müsste hier noch mehr hin. Ne? Dann hier noch einen schönen Spruch irgendwie draufstempeln, mit ein bisschen Abstand, ausstanzen mit der Rundstanze oder so einer Briefmarkenstanze oder sowas in der Richtung. Ne? So, und den auch mit dem Dimensional drauf, nicht Dimensional, mit Abstandspads drauf. Ne? Und dann hätte man da auch nochmal eine schöne Karte. Also jetzt nur mal so als Grundidee und nur mal kurz gezeigt, was man denn theoretisch machen kann und wie die Stempel funktionieren. Ich muss sagen, der Stempelabdruck gefällt mir auf jeden Fall gut. Ne? Also ich bin damit voll zufrieden, was die Filigranität und so abgeht. Ne? Das ist ja mit mehr Druck oder mehr Stempelfarbe kann man das natürlich ändern. Es gibt ja auch die schöne Stempelhilfe von Creative ID, zum immer, ne, wenn man zweimal abstempeln will oder so. Ne? Und wie gesagt, in diesem Fall halt, man muss sich halt einfach nur merken, dass man erst stanzt und dann stempelt und nicht stempelt und dann stanzt. Also die Reihenfolge ist hier halt umgekehrt. Ist für mich jetzt einfach gerade eine Gewöhnungssache. Ich bin es andersrum gewohnt, noch aus meinen Kartenzeiten. Aber es geht ja auch genauso. So, ihr Lieben, ich muss hier gleich mal kurz, ich mache mal kurz einmal sauber, dann bin ich wieder da. So ihr Lieben, das war mein Kreativ-ID-Haul mit kleiner Anwendungsprobe, sage ich jetzt mal. Genau, einfach, dass man ein bisschen sieht, wie das funktioniert, was man damit vielleicht machen kann. Eine kleine Mini-Anregung, ne? Einfach mal von mir. Ich dachte mir, ich fange damit mal wieder an. Genau, also ich finde die Sachen gut. Ich habe da auch schon, wie gesagt, schon Ideen mit. Hoffe, dass ich die gut umgesetzt kriege und freue mich schon darauf, das damit zu machen. Genau, und ja, wie seht ihr denn das denn? Ist dieses maritime Set, wäre das auch was für euch? Das interessiert mich mal. Ich freue mich immer riesig von euch zu lesen und freue mich immer, wenn Kommentare und Kommentare helfen einfach auch meinem Kanal. Und ich glaube, ich spreche für so gut wie jeden YouTuber, wenn ich sage, wir möchten gerne wachsen. Wir möchten mit unseren Kanälen, mit dem, was wir hier machen, Leute erreichen. Euch was mitgeben, was mit euch teilen. Und unter anderem durch Kommentare erreichen wir mehr Reichweite. Und was vor allen Dingen auch noch hilft bei der Reichweite ist, worüber wir uns alle freuen, ist ein Däumchen nach oben. Auch das hilft mir. Das ist ein kleines Feedback für mich. Für dieses Video ist schnell gemacht, kostet nichts, tut keinem weh. Und wenn ihr dann noch mehr sehen wollt, dann lasst super gerne auch ein Abo da. Das ist für euch ja komplett kostenlos. Und wenn ihr dann nämlich noch die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr auch kein Video mehr von mir.
Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt rund um Kreativ-ID, schreibt mich super gerne an unter anjusbastelhase@yahoo.com. Gut, ihr Lieben, das war es an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Liebe Grüße aus der Bastel-Oase.